Wir sind hier in Hagelbrügge. Es handelt sich um einen Brand eines Wirtschaftsgebäudes, was bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Man konnte von Weitem schon den Feuerschein sehen. Der Dachstuhl war schon im Vollbrand, sodass wir nur noch den Angriff von außen und von oben angehen konnten. Die Wasserversorgung war sehr schwer, da wir über 1 Kilometer B-Leitung verlegen mussten. Auf dieser Länge hat man natürlich Druckverlust. Wir mussten noch einige Pumpen zwischenschalten, aber jetzt mittlerweile läuft es. Ah, das ist natürlich bescheiden ohne Wasser. Man will, aber man kann im Moment nichts machen. Ne? Man muss sehen, dass man so schnell wie möglich die Leute da hat. Da zählt nur Manpower, damit man die Leitung auch schnell genug herbekommt, wenn man Wasser bekommt. Weil wir viele Abnehmer haben. Die Drehleiter von Friseut ist hier mit 15 Leuten und 3 Fahrzeugen. Die Feuerwehr Basel ist mit 35 und 5 Fahrzeugen hier. Dementsprechend braucht man dann noch Wasser hier. Das Gebäude ist momentan unbewohnt. Deswegen ist da von außen die Zugänge auch nicht so super, dass man überall ran konnte. Baumwuchs ist rundherum zu. Das steht schon seit mehreren Jahren leer, war nur noch teilweise genutzt als Lager für Heu und Stroh. Es wird weiter abgelöscht, wahrscheinlich wird es bis in die Morgenstunden dauern. Am Gebäude selber ist so wie es aussieht, ein Totalschaden entstanden.